So, das war der Meistertrunk von Rundenburg, ob der Tauber. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo zusammen. Hallo. Ja, könnt ihr das schon erkennen, wo wir jetzt sind? Klar, Rottenburg ob der Tauber. Ein sehr schönes mittelalterliches Städtchen. Jawohl, sehr historisch, sehr bayerisch, sehr fränkisch. Ja, genau, wir sind ja jetzt hier im fränkischen Bayern. Ja, sehr schön natürlich. Ja, ja, und ich weiß nicht, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, das Rottenburg, aber alle anderen, die das noch nicht kennen, hier ist, das ist eine sehr, also mittelalterliche Stadt, die ist nahezu seit dem 30-jährigen Krieg unverändert geblieben. Jawohl. Und im 30-jährigen Krieg hat sich Folgendes zugetragen. Also wir haben erst einmal keine Ahnung vom 30-jährigen Krieg, das müssen wir gleich dazu schicken. Naja, keine also, Ahnung, so was man halt weiß. Die Details kennen wir nicht, ja. Aber das machen wir ja unheimlich gern, dass wir nichts wissen, aber trotzdem alles erklären, ja. Naja, ganz so ist es nicht. Also auf jeden Fall der Tilly, ja. Der hat. Der Tilly, das war ein Generalfeldmarschall, ja. Im 30-jährigen Krieg. Jawohl. Und das war dann der spätere Nachfolger Wallenstein, ja, genau. Und der hat Rottenburg eingenommen und hat alle Evangelischen zum Tode verurteilt. Und dann hat man ihm, damit er milde gestimmt ist, einen Humpen Wein gereicht. Ein Humpen Wein sind ungefähr so 3 Liter oder etwas mehr, ja, als 3 Liter. Etwas mehr wie 3 Liter, genau. Und dann hat er gesagt, also wenn einer von euch in der Lage ist, diesen Humpen Wein mit einem Zug auszutrinken, dann wird es verschont. Dann wird er Gnade walten lassen, ja. Jetzt waren die natürlich in einem Dilemma, denn ich war ja damals nicht in Rottenburg, ja. Und so manche andere von euch vermutlich auch nicht. Ja. Aber es gab wohl damals schon welche, die gern Wein getrunken haben. Ja. Und da hat sich ein Altbürgermeister gefunden. Der Ex-Bürgermeister, ja. Und hatte 3 Liter in einen Zug rein und natürlich ist das alles dann gut ausgegangen. Ja. Und es ist der Meistertrunk von Rottenburg ob der Tauber. Ja, genau. Und das haben wir jetzt eben gerade mal uns angeschaut, weil zu jeder vollen Stunde spielt sich diese Szene hier auf dem Marktplatz ab. Jawohl, mit nicht echten Wein und nicht echten Menschen. Ja, das war wieder was. So, und jetzt laufen wir noch ein bisschen, oder viel mehr fahren mit dem Fahrrad, so viel wir fahren können, nur ein bisschen hier durch und schauen uns das hier alles genau an. Und zeigen euch ein bisschen was von Rottenburg. Ja. Ob der Tauber und nicht an der Tauber. Weil es oberhalb der Tauber liegt. Immer diese schulmeisterliche Frage an mich, wenn ich unvorbereitet bin. Ja, so bin ich halt. Furchtbar. Ja. Jeder hat seine Eigenarten. Also jetzt komm, bevor noch mal so eine komische Frage kommt. Also jetzt sind wir vor der St. Jakobskirche, die kann auch besichtigt werden. Mhm. Da verzichten wir jetzt drauf. Und die Besonderheit da drinnen ist unter anderem eine Blutsreliquie. Also diese Heilig-Blut-Reliquie, das es gibt, das ist ja fast unglaublich. Ja. Aber das ist jetzt kein wirkliches Blut von Jesu, angeblich natürlich, ja. Sondern das ist ein Tropfen Wein, der aus dem Glas bei der Wandlung rausgefallen ist, und zwar bei dem letzten Abendmahl. Ja, genau, beim letzten Abendmahl. Und dieser Tropfen ist durch die Wandelung zum Blut Jesu geworden. Mhm. Und den hat man natürlich aufgefangen und über die 2000 Jahre aufgehoben. Ja. Und der ist jetzt in einem Kristall drinnen, und zwar in einem Kreuz. Okay, aber das haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das zugänglich wäre. Ja, und aber ob man da was sieht. Also das haben wir jetzt nicht gebraucht. Ja, nee. Wir bleiben lieber an der frischen Luft. Ja. Aber das wollten wir euch gesagt haben. Ja. Wenn es euch interessiert, könnt ihr rein, Heiligblutreliquie. Den Wahrheitsgehalt könnt ihr euch selber ausrechnen. Und wir gehen weiter. Ja. Und jetzt stehen wir hier
beim heiligen Jakob, denn das ist hier auch eine wichtige Station vom Jakobsweg. Ja. Der geht hier weiter auf der einen Seite nach Tübingen und auf der anderen Seite nach Konstanz. Ja, Konstanz ist ja auch ein Pilgerweg. Ja, und die Muschel hier reiben. Nee, die Muschel, den Finger soll man reiben. Den Finger reiben, okay. Also, dann reiben wir den. Der ist ja schon ganz, ja, ganz golden, ja. Ja, so viel Glück hat er schon verbreitet. Ja, hoffentlich nicht den Virus, ja. Das wäre kein Glück. Nein, den haben wir jetzt nicht. Wie man sieht, das weiß. Ja. Immer wenn er so einen Apostel sieht, mit Wanderstab, ist dann der Jakobus von Santiago de Compostela, da ist er begraben. Und gut, ganz leicht zu erkennen, wie gesagt, an der Muschel. Und am Wanderstab, am Pilgerstab. Ja, klar, gehört zum Pilger. So, jetzt sitzen wir hier im Klostergarten. Ein kleines bisschen Erholung. Hier ist wirklich sehr ruhig. Im Hintergrund spielt einer Klassik. Wir sind uns nicht ganz einig, ob es Beethoven oder Mozart ist. Irgendeiner von denen wird schon sein. Hört sich auf jeden Fall schön an. Ja. Und da ist auch ein Kräutergarten natürlich. Wie das sich so für ein Kloster gehört. Schauen wir uns dann auch nochmal an. Und dann gehen wir noch zum Burggarten. Ja, mal schauen. Und die Stadtmauer wollen wir doch noch ein bisschen gucken, oder? Ja. Ah ja, und dann, wir werden schon noch ein paar schöne Ecke hier finden. Ich muss ja dazu sagen, zum Stellplatz, ja? Wir müssen gleich hier sagen. Ich weiß also, nicht, was du sagst. Hier gibt es drei Stellplätze. Mhm. Der eine, das ist ein ganz großer, der ist halt mehr aber so parkplatzmäßig. Der kostet 12 Euro die Nacht. Und da, wir stehen dann beim zweitgrößten. Der ist dann bei der Feuerwehr. Der kostet auch 12 Euro die Nacht. Und da haben wir sogar ein kleines Eckchen gefunden, wo wir ein bisschen für uns sind. Außer wenn ein Feuerwehreinsatz ist, wie gestern. Ja, aber der war am Nachmittag. Ich habe schon befürchtet, nachts. Aber da war alles wirklich sehr, sehr ruhig. Und dann ist für die Sparfüchse ist dann noch einer da, der ist kostenlos und ist auch sehr schön gelegen, ein bisschen abseits, in, so am Wohnrand. Auch nicht weiter in die Stadt. Allerdings etwas schräg. Ja, und ohne Ver- und Entsorgung. Also mir hat der Platz überhaupt nicht gefallen. Und ist halt ein bisschen mehr für Kastenwagen, also für größere ist er nicht so geeignet. Mhm. Ja. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen, das sah ein wenig komisch aus. Aber der ist kostenlos, also für die Stadt besichtigen. Wir sind nur 5 Stellplätze, und nur um die Stadt zu besichtigen, kann man da ohne weiteres stehen. Ansonsten muss man halt eine Tagespauschale von 12 Euro bezahlen mit dem Wohnmobil, dann kann man da übernachten am Parkplatz und das ist auch sehr ruhig gewesen. Ne? Ja, ja, total. Ja, und Ver- und Entsorgung ist zweimal vorhanden in Rodenburg. Was sehr praktisch ist, natürlich. Natürlich. So, und jetzt stehen wir auf der anderen Seite der Stadtmauer und haben nachgeschaut und haben festgestellt, es ist eine Stauferburg. Und zwar der Barbarossa hat die wohl der Braut seines Sohnes überschreiben wollen als Morgengabe. Aber die Ehe ist da nicht zustande gekommen. Vielleicht war es ihr zu wenig. Oder zu abgelegen. Ja. War ja Italiener, eine feurige Italienerin. Ah ja, okay. Und das war ja dann zu kalt im Winter. Fränkische Bratwurst, gell? Ja. Ist der fränkische Bratwurst. Da lacht dein Herz, oder? Ja.
Was hier auch sehr schön ist, das ist ein Kriminalmuseum. Hochinteressant. Aber ich kann leider nicht reingehen. Weil die was ich sehe, das nicht so ganz so voll der Methoden und solche Dinge. Nein, ich möchte heute Nacht nämlich noch beruhigt schlafen können. Und wenn ich mir dann vorstelle, was die armen Menschen da aber mitmachen müssen, nein. Das waren alles Verbrecher. Nicht alles. Denke mal an die vielen Hexen. Nein, nein, war nicht alles Verbrecher. So, jetzt sind wir oben auf dem Turm. Und zur Belohnung dürft ihr jetzt auch rausschauen. Ja, und ich krieg Sauerstoff. So, und wie man sehen kann, wurde Roddenburg dann auch im März 1945 noch bombardiert. Aber offensichtlich wieder alles aufgebaut. Also rauf geht's leichter. Runter ist es verdammt steil und eng. Sie springt wie eine Gazelle. Ja, auch nicht ganz. Ich habe gedacht, ich kriege 2 Euro, wenn ich da rauflaufe, ohne Aufzug. Dann muss man 2 Euro bezahlen. Helle hat es scherzlich gemacht.
Wie heißt der Turm? Ich glaube, Röderturm. Ja, und jetzt zur Freude und zur Belohnung darf er jetzt auch noch ein Stückchen die Stadtmauer entlang laufen. Aber sehr limitiert, das habe ich mir schon ausgebeten. Aber ein Stückchen muss sein. So, und jetzt hier sind wir an der Stadtmauer. Gehen wir sie? Ja, die laufen wir jetzt ein kleines Stück. Aber nur ein ganz kleines. Okay, wir sind bis zu dem Turm und dann können wir ja wieder umdrehen, bis oder? Bis zum ersten Turm ist okay. Ja. Du wirst dich doch mal wieder an. Hallo, klar. Turm ist erreicht. Haben wir jetzt hier und ich lese mein Versprechen jetzt ein und dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Wenn es denn einlässt, werde ich allein zurück. Wegen habe ich die Gustl-Schlüssel. Ich habe auch welche. Oh, für nichts. Also, auf geht's, zurück. Und an was erkennt man, dass man in einer fränkischen Kleinstadt ist? Der Helle hat Augen. Was wichtig ist, sieht er nicht, aber das Unwichtige, wie zum Beispiel so ein FCN-Aufkleber in einer Seitenstraße, das sieht er. Ja, und was so ein richtiger Fan ist, der sieht sowas natürlich, gell? Die fränkischen Bratwurst und den FCN, das machen die fränkischen Kleinstädtchen noch richtig liebenswert. Okay, wenn er es meint.
Jetzt brauchen wir erstmal einen Kaffee, oder? Ja. Also wir haben jetzt Rottenburg ob der Tauber verlassen. Und es war wirklich sehr schön dort, oder? War sehr schön dort. Und der Stellplatz war auch ganz okay, aber schon ziemlich voll. Wir sind jetzt einfach 10 Kilometer weiter gefahren nach Tauberzell. Da gibt es einen Stellplatz direkt an der Tauber. Stehen zwar auch ein paar Womos, aber man steht wesentlich ruhiger als in Rothenburg. Ja, und nach so viel Kultur brauchen wir jetzt einfach wieder die Natur. Und die Ruhe vor allen Dingen. Und die Ruhe, ja. Aber das Rottenburg ist wirklich eine schöne Stätte, kann man also problemlos empfehlen, oder? War natürlich richtig schön, also mir hat es sehr gut gefallen. Und da gibt es sogar eine Spezialität, die wir uns natürlich gekauft haben. Und zwar heißen die Schneebälle oder Schneeball. Mhm. Ja? Und da machen wir, die probieren wir jetzt einfach, ob die wirklich so gut sind, weil die sind nämlich schon sehr alt. Die gibt es nämlich schon seit dem Mittelalter. Wollen wir mal gucken, oder? Möchtest du den dunkler? Ja. Schauen wir mal, wie die Spezialität schmeckt. Mhm. Kann man gut essen. Ist gut? Mhm. Okay, dann ist gut. Ist ein Mürbteiggebäck. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gell? Stand dran Mürbteig. Mhm. Mhm. Für das, dass es schon so alt ist, schmeckt es wirklich gut. Okay. Also, wir können euch das Rotenburg ob der Tauber gut empfehlen. Wir haben überall Platz gekriegt, ich weiß nicht, es sind auch Ferien. Aber in Rotenburg ist sehr viel los, also das muss man mal ganz klar dazu sagen. Denn, das ist eine Touristenstadt. Ja, und es sind auch schon viele ausländische Touristen da. Jetzt kommen noch im Moment keine Chinesen und Japaner, aber die sind auch en masse da. Es lohnt sich also jetzt schon anzuschauen, oder? Oh, jetzt kommt der Regen auch schon. Wisst ihr was? Wir müssen uns beeilen. Komm, sagen wir jetzt wahrscheinlich mal Tschüss für heute, oder? Und sagen wir euch noch ein paar Impressionen von dem Stellplatz hier. Und dann verabschieden wir uns. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben. Nach oben. Und wenn ihr regelmäßig unsere Videos sehen wollt, dann drückt einfach auf den Abo-Knopf oder auf die Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Mitteilung. Wir sind jetzt bis zum Schluss da, wo es schon regnet, weil wir sind nämlich alle nehmen. Ja, aber ich glaube, der Rest vom Kaffee trinken wir lieber drin, oder? Ja. Also wir packen die Sachen zusammen, ihr seid ja so und so im Trocknen, hoffen wir doch, ja. Und sagen jetzt da einfach Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Leckerbrot, Herrgottsbrot. Muss doch wirklich besonders sein, oder? Und beim Franken sind wir mal zu Metzger. Aha, mal schauen, ob es fränkische Würst gibt. Ja, Bratwurst haben wir auch noch. Da können wir jetzt freien Ursi und dann fragen wir, ob er Dinkelbrot hat. Andreas Dinkel, mal gucken. Aber zur Vorsicht haben wir uns eins beim Bäcker gekauft. Aber Herrgottsbrot. Da gibt es ja Herrgottskirche, die schauen wir uns jetzt noch an. Kann man jetzt auch noch schnell gucken, ja. Und dann müssen wir zurück, weil wir haben nämlich
fränkische Bratwürste kauft, die kommen in die Pfanne und die kann man nicht so lange aufhalten, aufheben. Nee, dann gibt es halt fränkische Bratwürste mit Herrgottsbrot. Oh ja, lecker. So, jetzt stehen wir da vor der Herrgottskirche und wir haben ja gerade ein Herrgottsbrot gekauft. Mhm. Also kommt das Brot hierher, oder? Ja, oder ist halt da danach benannt. Eher letzteres wahrscheinlich. Leider darf man diesen Altar, der vom Riemenschneider Schneider ist, ja, also ein sehr schöner Altar, den darf man leider nicht fotografieren. Somit gibt es kein Foto. Könnt aber herkommen. Mhm. Wir haben jetzt auch einen schönen Ausflug gemacht. Wir haben euch dabei gehabt, aber wir haben euch leider nicht eingeschalten. Nee. Irgendwann wollen wir auch mal für uns sein. Ja? Aber wir können euch das Dauber sehr empfehlen. Das ist ein Stellplatz, der ist kostenlos auf freiwillige Spenden hin. Ja. Ja? Mhm. Was wir natürlich tun und was wir auch jedem ans Herz legen. Denn das ist natürlich schon eine Großzügigkeit, so einen schönen Stellplatz zur Verfügung zu stellen und dafür nichts fest zu verlangen, sondern auf die Freiwilligkeit zu appellieren. Und Zumal die Fähr- und Entsorgung da ist. Auch dabei ist. Und ja. Es ist ein wunderschöner Stellplatz. Man steht total sehr ruhig. Sehr ruhig vollkommen eben. Ruhig, ja. Ja. Und das Daubertal, das lädt richtig ein zum Radfahren. Mhm. Wir haben jetzt richtig viel Spaß gehabt hier, wie wir nach Greglingen gefahren sind. Ja. Mhm. Und jetzt fahren wir wieder zurück und verabschieden uns jetzt endgültig von euch für dieses Video. Ja. Also wir hoffen, das hat euch gefallen. Mhm. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ach so, Daumen nicht vergessen. Oh ja, oh ja. Also, tschüssle. Tschüss.